herzlich willkommen hier noch einmal zu unserem Video heute, warum wir Fette manchmal so schlecht resorbieren oder was wir tun können, damit wir einen guten Start in die Keto haben und uns nicht davor fürchten müssen, dass wir große Probleme kriegen, wenn wir eine fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung starten. Ich habe immer wieder auch Anfragen bekommen, was kann ich tun, wenn ich Fette schlecht verdauen kann. Dann frage ich immer gerne, ja, woher weißt du denn, dass du Fette schlecht verdaust? Und da kommt dann oftmals, ja, es ist eben ein heller Stuhl, fettig und klebrig. Und dann weiß ich schon, ja, das hat was mit der Fettaufspaltung zu tun. Aber es gibt auch andere Symptome, die da auftreten können, zum Beispiel ein faulig riechender Stuhl oder Muskelschwäche. Aber auch, wenn das Augenlicht nachlässt, das sind auch Symptome, wenn man mit Fettverdauung oder Fettaufspaltung Probleme hat. Und auch Herzschlagprobleme, also nicht Schlag, aber so Arrhythmien, also wenn zum Beispiel Stolperer sind oder Herzrasen oder solche Dinge, die haben nicht immer nur etwas mit Elektrolyten zu tun, sondern manchmal auch damit, dass man Fette schlecht aufspalten kann. Warum ist das so? Oftmals haben die Leute entweder ein Darmproblem, Darmschleimhautprobleme, irgendwelche Darmvorgeschichten wie Darmfehlbesiedlung oder ja auch Darmschleimhautentzündung oder oftmals fehlt auch die Galle oder die Galle hat Steine, dadurch hat sie eben dann auch ein geringeres Volumen an frischem Gallensaft oder es gibt Leberprobleme, Leberschäden können auch eine Ursache sein, auch eine sehr schwache Magensäure kann dazu führen, dass man Fette schlecht aufspalten kann. Oder auch wenn ein Magenbypass da ist, dann ist auch ein ziemliches Problem mit den Fetten. Was auch immer das Thema ist, wenn wir Fette nicht gut aufspalten können, dann haben wir ein echtes Thema, einfach weil Fette essentiell sind. Zwar nicht alle Fettsäuren, aber es gibt einige Fettsäuren, die müssen wir über die Nahrung zuführen, weil wir sonst keine andere Chance haben, uns ganzheitlich und vollwertig zu ernähren. Wenn wir einen Mangel an ALA oder EPA oder DHA, das sind besonders Omega-3-Fettsäuren, wenn wir da einen Mangel haben, dann ist es schwierig, mit bestimmten Stoffwechselprozessen, aber auch damit, uns vor Herzkrankheiten zum Beispiel zu schützen, weil die Zellen eine schwierige, also Probleme bekommen, eine ordentliche Zellwand aufzubauen und dann sind sie sehr empfindlich und besonders die Mitochondrien sind dann empfindlich und nicht gut geschützt. Aber wir haben auch Probleme mit dem Aufbau von gesunden Nerven, mit der Myelinschicht. Und die Omega-3-Fettsäuren, die schützen uns eben auch vor Entzündungen im großen Maße, weil sie einen Ausgleich zu dem Übermaß an Omega-6-Fetten bilden, die unsere Ernährung in der heutigen Zeit eben auch bestimmen. Wir haben aber auch dann öfter Probleme, unsere Augen, die Leistung der Augen, die Sicht, also die Sicht zu schützen. All das könnten Dinge sein aufgrund von Fettresorptionsmangel oder Fettaufspaltproblemen. Und wir haben dann auf jeden Fall auch einen Mangel an allen fettlöslichen Vitaminen, zum Beispiel an Vitamin E. Und Vitamin E ist eines unserer wichtigsten Gefäßschutzvitamine. Es ist auch darin involviert, dass wir besser mit also Sauerstoff binden können oder dass unsere Muskeln gut funktionieren. Wenn wir Vitamin-D-Mangel haben, dann haben wir Probleme im Kalziumstoffwechsel und auch Probleme mit dem Immunsystem. Und
Natürlich auch ist der ein niedriger Vitamin D-Stand mit stärkeren Gemütsschwankungen verbunden. Ja, auch unser Gemüt ist da beeinflusst. Bei Vitamin A haben wir eine verstärkte Nachtblindheit oder auch Probleme mit Schlaf. Und durch Vitamin A Mangel geschieht auch öfter mal ein Schlafapnoe oder Sinusprobleme, ne, mit der Nase. Vitamin K ist verbunden mit dem Blutgerinnungsfaktor, Vitamin K1, Vitamin K2. Das brauchen wir besonders für den Kalziumstoffwechsel und dafür, dass Kalzium in den Knochen eingelagert werden kann und nicht in den Geweben eingelagert wird. Das heißt, wenn wir Vitamin K2 nicht gut resorbieren können, dann haben wir Probleme mit dem Kalziumstoffwechsel und auch mit der Hormonbildung und mit der Störung, also auch das Bile, also die Galleflüssigkeit, kann nicht ordentlich produziert werden, weil das hängt auch ein bisschen mit dem Vitamin K zusammen. So ist das also eigentlich ein Kreislauf. Und da ist es wichtig, dass wir unseren Alltag oder unsere Ernährung darauf einstellen, dass wir lernen, Prinzipien, die uns dabei unterstützen, die Fettresorption anzukurbeln. Wie machen wir das am besten? Die Fettresorption beginnt ja schon, also wenn wir die Fette aufnehmen, dann kommen sie in den Mund, dann kommen sie in den Magen. Und dort beginnt das eigentlich schon, dass der Magensaft dafür sorgt, also einen bestimmten pH-Wert dem Speisebrei zuführt. Und wenn er dann den Magen verlässt, dann wird über den Dünndarm Zugang von der Leber, also von der Galle, wird dann Gallesaft hinzugefügt. Und der sorgt dann dafür, dass Fette emulgiert werden. Also die Oberfläche der Fette wird vergrößert. Und was können wir tun, damit das gut funktioniert? Das ist A, dass wir den Magensaft verbessern, also dass der pH-Wert dann wirklich sauer ist und nicht nur halbsauer, indem wir zum Beispiel, bevor wir etwas essen, uns einen Schluck Apfelessig zu uns führen, also einen Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser, das trinken. Und dann haben wir sofort unseren Verdauungskanal geweckt. Das heißt, der Apfelessig gibt einen Impuls an den Magen, dass jetzt etwas kommt, dass er parat sein soll, dass er stärkere, intensiver Magensäure ausschüttet, sodass dann auch die Fette, die dann kommen, dann ordentlich durchgesäuert werden. Das ist wichtig. Das braucht es für die ne jeweils nächsten Schritte der Verdauung. Und was man noch machen kann, ist dann, dass man zum Beispiel Fette mit wasserlöslichen Ballaststoffen kombiniert. Dadurch kann erreicht werden, das hat eine Studie gezeigt einmal, dass man bis zu anderthalbfach eine bessere Fettresorption erreichen kann. Was sind wasserlösliche Ballaststoffe? Das ist zum Beispiel das Gel von den Leinsamen oder von den Flohsamenschalenmehl, ja, das gelt so durch. Das kann man nehmen, kombinieren mit Fetten. Dann gibt es eine bessere Resorption. Aber was besonders gut ist, sind Artischocken. Artischocken enthalten einen bestimmten Ballaststoff, der sich dafür besonders eignet. Was auch helfen kann, ist, wenn man zum Beispiel erstmal die Fetternährung mit MCT-Öl unterstützt. Denn MCT-Öl hat den Vorteil, dass es quasi den Wiebeingang benutzen kann und nicht unbedingt über die Leber in Ketone umgewandelt werden muss, sondern dass das eben gleich direkt im Darm passieren kann. Und dadurch ist es einfacher, denn MCT-Öl kann innerhalb von 15 Minuten in Ketonkörper umgewandelt werden. Und das ist die einfachste Art und Weise, sich schnell mit Fetten zu versorgen.
also auch die Ketonproduktion anzuregen. Was wir eben dann wirklich beachten sollten, ist, wenn wir ein Problem haben mit Galle, wenn wir zum Beispiel keine Galle haben, dann ist die Umwandlung in die ketogene Ernährung, die muss dann halt einfach langsamer stattfinden. Man kann dann nicht gleich darauf vertrauen, dass man mit 2 oder 3 Mahlzeiten am Tag durchkommt. Bei vielen Leuten ist es dann so, dass sie dann eben doch 4 oder 5 kleine Mahlzeiten nehmen müssen, damit damit da kein Stau entsteht und damit die Leber, die gibt also permanent immer etwas Beil, etwas Gallesaft in den Dünndarm. Und was passiert, wenn wir eine gute Galle haben? Dann wird die Leber dadurch unterstützt, dass alles, was überschüssig ist an Gallesaft, was in den Dünndarm kommt, wird über das Blut zurückresorbiert und in der Galle gelagert. Und das unterstützt die Leber, sodass sie nicht permanent daran arbeiten muss, genügend Gallesaft in den Darm abzugeben. Wer das aber nicht hat, der muss sich da anpassen und die Leber in der Form unterstützen, dass er halt einfach mehrere kleine Mahlzeiten nimmt, sodass der kleine Betrag an Gallesaft, den die Leber immer wieder in den Darm abgibt, dass der ausreicht, um die Nahrung wirklich aufzuspalten und auch die Fettresorption dann eben zu ermöglichen oder auch zu verbessern. Ja, das ist erstmal das Hauptsächlichste, was ich hierzu zu sagen hatte. Was wichtig ist also für dich, wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten mit der Fettresorption, konzentriere dich darauf, die Kohlenhydrate so weit wie möglich von den Fetten abzuspalten. Die einzigen Kohlenhydrate, die wichtig sind, sind wirklich die Ballaststoffe. Das kann man gut mit Fetten kombinieren und das erhöht dann auch die Fettresorption. Auch langfristig ist das eine gesündere Variante. Ich rate jedem dringend davon ab, Fette mit schnell löslichen, also mit hochglykämischen Kohlenhydraten zu verbinden, weil dann gibt es tatsächlich ein großes Problem im Darm und in der ganzen Verdauung, weil ja beide unterschiedliche Verdauungssäfte brauchen. Und wenn man das dann kombiniert, dann gibt es eben diese großen Verdauungsprobleme und auch Darmprobleme und auch Stoffwechselprobleme. Und das wollen wir ja verhindern. Bei dem Einstieg in die gesunde Form der ketogenen Ernährung reduzieren wir ja drastisch die ungesunden Kohlenhydrate und konzentrieren uns auf die nährstoffintensiven, ballaststoffreichen, aber kohlenhydratarmen Kohlenhydrate, also zuckerarmen Kohlenhydrate. Und die sind dann auch die beste Variante, um dann die Fettresorption zu verbessern und liefern gleichzeitig die Nährstoffe, die dazu notwendig sind, um alle Enzyme, alle Verdauungssäfte zu steigern und auch die Fettverdauung, die direkte Fettverdauung und die fettlöslichen Vitaminresorption und also diesen ganzen Prozess dann eben zu unterstützen und zu verbessern. Ja, das soll es gewesen sein. Ich rate euch, freundet euch mit dem Apfelessig an. Das ist die einfachste Variante, um das Ganze. Und was auch ganz, ganz wichtig ist und was diese ganze Ballaststoffgeschichte zusammen mit Fetten eben sehr unterstützt, das sind die Vitalstoff-Grünblatt-Drinks. Ich nenne die so, viele sagen Smoothies, grüne Smoothies, aber grüne Smoothies sind im klassischen Sinne ja Grünstoffe, also grüne Gemüse und Blattgemüse zusammen mit Früchten kombiniert. Das macht der Grünblatt-Drink nicht. Der ist also quasi wirklich ein Konzentrat an grünen Gemüse und Blattgrün zusammen mit noch ein bisschen Chia, was eben auch diese Ballaststoffe liefert und dieses Gel und Nährhefe und etwas Salz und etwas Stevia. Und wer möchte, kann da auch etwas MCT-Öl reintun oder etwas Olivenöl. Und das
lässt sich dann leichter verdauen, als wenn irgendwie noch Zuckerkohlenhydrate mit drin wären. Das wäre dann keine gute Geschichte. Dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und gute Gesundheit und viel Erfolg weiter auf eurem Weg in die gesunde Keto und in den gesunden Lifestyle. Bis bald wieder.